Sie erinnern sich noch dunkel, was wir beim letzten Mal getan haben. Da haben wir uns nämlich mit dem Sortieralgorithmus Quicksort auseinandergesetzt. Und wir sind mit dem Thema Sortieren auch noch nicht so ganz durch. So ein paar Blätter habe ich hier noch. Den Algorithmus, der so in der Praxis eingesetzt wird, den haben wir jetzt kennengelernt. Das ist nämlich das Quicksort. Ich möchte trotzdem noch zwei oder drei weitere Sachen vorstellen, weil wir da nämlich noch so weitergehende Betrachtungen anstellen. Das Erste, was wir machen werden, ist das Heapsort kennenlernen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt. Das ist von der Laufzeit her, von der asymptotischen Laufzeit her, nicht besser als das Quicksort. Na doch, ist schon besser, weil es ja Worst-Case-Verhalten n log n hat. Das Quicksort hat Worst-Case-Verhalten n Quadrat. In der Praxis mit so ein paar Implementierungsdetails kriegt man das Quicksort aber so hin, dass es schon in der Praxis eigentlich das Verfahren ist, was am schnellsten zur Sortierung führt. Aber das Heapsort, das möchte ich deshalb noch vorstellen, weil wir da nämlich auch im Prinzip gleich eine neue Datenstruktur kennenlernen. Oder Datenstrukturen haben wir ja bislang noch gar nicht behandelt. Wir haben jetzt so exemplarisch einige Algorithmen kennengelernt. Und das Heapsort, da lernen wir nämlich was Neues kennen. Binärer Baum. Was ist das wohl? Das ist beispielsweise ein binärer Baum. So ein paar Begrifflichkeiten. Das Ding hier oben, das schimpft man die Wurzel. Die Dinge hier unten, die Blätter, ganz genau. Ja, und für die Dinge im Allgemeinen, also diese Kringel, sagt man typischerweise Knoten. Ja, und dazwischen liegen halt Kanten. Also das ist irgendwie ein binärer Baum. Da werden wir uns noch eingehend mit beschäftigen. Da gibt es noch so ein paar Algorithmen, die arbeiten speziell auf dieser Datenstruktur. Ja, eigentlich die Verwaltung dieser Datenstruktur sind dann die Algorithmen, die wir uns da angucken, wie man da schnell zugreifen kann. Aber das Ding, das spielt halt auch bei dem Heapsort eine Rolle. Was noch wichtig ist, ist irgendwie die Höhe eines Baumes. Höhe ist im Prinzip der, was ist denn der längste Weg? Was ist denn ein Weg? Das wäre beispielsweise ein Weg, wenn ich jetzt einfach hier loslaufe und dann laufe ich hier runter und hier runter und hier runter und der Baum hätte hier Höhe 1. Ja, was zählen wir denn da jetzt? Die Kanten oder die Knoten? Das kann man sich eigentlich so definieren, wie man es möchte. Also das ist irgendwie noch ein Begriff, den brauchen wir noch. So, und wir gucken uns jetzt ganz spezielle Bäume an mit ganz speziellen Eigenschaften. Ein binärer Heap, auch zwei Heap, ist ein linksvollständiger binärer Baum, in dessen Knoten die zu sortierenden Elemente stehen. Es gibt auch noch was anderes als zwei Heaps oder binäre Heaps, wenn man nämlich mehrere Kanten unter einem Knoten haben. Man spricht dann auch, das Ding hier beispielsweise ist der Nachfolger von dem Knoten hier oben. Oder sagt auch, das ist irgendwie Elternknoten von dem hier unten. Oder wenn ich von hier oben gucke, das ist irgendwie der Kindknoten von dem hier oben. Bei einem binären Heap gibt es halt maximal zwei Nachfolger. Und linksvollständig heißt, wenn ich da jetzt beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Elemente habe, ja, dann sieht der Baum genauso aus. Ich könnte ja auch einen anderen Baum mit 10 Elementen zeichnen. Ja? Also auch das beispielsweise hier wäre ein Baum mit 10 Elementen. Der ist auch binär. Linksvollständig heißt, ich fülle im Prinzip von links oben nach rechts unten auf. Fülle erst die erste Ebene. Und dann gehe ich in die nächste Ebene, gehe da quasi dann von links nach rechts, ja, bis ich halt jetzt beispielsweise auf diese 10 Elemente komme. Ja, und das ist hier natürlich bei diesen Dingen hier unten nicht der Fall. Ja, der ist nicht linksvollständig. So, und dann hat dieses Ding aber noch eine gewisse Eigenschaft, nämlich was den Namen dann auch irgendwie rechtfertigt, diese Heap-Eigenschaft. Für jeden Knoten außer der Wurzel gilt, der Wert des Knotens ist höchstens so groß wie der Wert seines Vorgängers. Ich habe das jetzt hier mal so in Array-Schreibweise formuliert. Ja, I bezeichnet jetzt sozusagen den Index eines Knotens, ja, und der Vater von I, der ist immer größer gleich seinem Kind. Also, Heap-Eigenschaft würde beispielsweise heißen, ich habe mir jetzt hier so ein Beispiel überlegt, 16, 14, ja, der Baum, dieser binäre Baum erfüllt diese Heap-Eigenschaft, weil für jeden Knoten gilt, der Wert des Vorgängers ist immer größer oder gleich. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier so ein Ding hätte, dann erfüllt der die Heap-Eigenschaft nicht, weil sie genau an dieser Stelle hier verletzt ist. Ja, hier gilt nicht diese Heap-Eigenschaft. Also hier ist der Nachfolger eines Knotens größer und das ist halt nicht entsprechend dieser Heap-Eigenschaft. Sie finden, wenn Sie jetzt so ein paar Bücher aufschlagen, finden Sie das auch unter der Bezeichnung Max-Heap. Mal gucken, wie Ihre informationstechnische Intuition funktioniert. Was ist denn wohl Min-Heap? Dass sozusagen das kleinste Element halt unten steht, oben steht. Ja, eine Sache können wir schon sofort festhalten. Was gilt denn immer in so einem Heap? Und das macht auch hinterher das Sortierverfahren im Wesentlichen aus. Auf welches Element können wir denn immer sofort zugreifen, ohne uns im Baum bewegen zu müssen? Die Wurzel. Und was hat diese Wurzel für eine Eigenschaft beim Max-Heap? Das ist das größte Element.
Und jetzt kann man sich, jetzt muss man gar nicht lange überlegen, wie wird denn wohl dieser Sortieralgorithmus funktionieren? Das wird er machen. Also der wird irgendwann wird er versuchen, sag mal, wenn wir diese Darstellung haben, also genau diese Hiebeigenschaft vorliegen haben, gehen wir mal davon aus, wie haben die vorliegen. So, wie könnte man darauf jetzt ein Sortierverfahren aufbauen? Nun, wenn wir wissen, wo das größte Element steht, dann nehmen wir uns das, schreiben uns das irgendwie so ganz hinten ans Ende eines Feldes. Das würden wir uns quasi wegschreiben, irgendwo hier unten hin, merken. Und aus dem Rest, der dann übrig bleibt, da sehen wir wieder zu, dass wir wieder einen gültigen Hieb herstellen. Und da müssen wir dann gegebenenfalls irgendwie sortieren. Das heißt, da müssen wir irgendwie wieder ein neues Element zur Wurzel machen, vielleicht den Baum so ein bisschen umformen. Ja, und wenn wir das so oft machen, dass wir quasi alle Elemente einmal hier oben weggenommen haben, dann haben wir eine fertig sortierte Folge. Also das ist die wesentliche Idee von Heapsort. Bevor wir da mal genauer einsteigen, nochmal so ein Beispiel, wie wir einen Heap mit Arrays verwalten können. Das ist irgendwie so mein Standardbeispiel, was ich mir jetzt, glaube ich, immer ausgeguckt habe. 241. Also das ist die Heap-Eigenschaft. A von Parent von I ist größer als A von I. So, und Heap als Array legen wir so fest. Ja, das ist im Prinzip die Indizierung, die ich hier unten dran geschrieben habe. Wir fangen mit der Wurzel an. Und dann sage ich sozusagen, der Nachfolger eines Knotens, das soll jetzt immer Left und Right sein. Also Left von I, Right von I ist der linke Nachfolger. Also Left von I, Left von der 16 hier ist die 14. Ja, das ist zweimal mein Index. Also hier kommt die 14 rein. Der rechte Nachfolger ist dieser hier. Das heißt, wir sortieren im Prinzip oder wir indizieren eigentlich von links oben nach rechts unten. Ja, genauso wie es hier unten steht, die Knoten werden von links oben nach rechts unten nummeriert. Wenn wir eine Ebene vollständig nummeriert haben, ja, beispielsweise diese zweite Ebene hier, dann fangen wir wieder ganz links an, um dann neu zu nummerieren. Und das drückt sich halt genau in diesem Formelwerk, schlägt sich das nieder. Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, ich hatte Ihnen eigentlich schon die wesentliche Idee gegeben, wie wir das jetzt zu einem Sortierverfahren verwenden. Also wir haben, wenn wir die Heap-Eigenschaft erfüllt haben, dann greifen wir uns ein Element raus, schreiben das an irgendeine Stelle, wo es uns nicht mehr irgendwie stört und wo wir es auch nicht durcheinander bringen, was sich dann da so aufbaut. Und den verbleibenden Rest, den müssen wir wieder irgendwie neu organisieren, am besten so, dass wir wieder diese Heap-Eigenschaft herstellen können. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Routinen. BuildHeap erzeugt halt aus einem ungeordneten Array, stellt das genau diese Heap-Eigenschaft her. Und wir brauchen eine Routine, ich habe die einfach mal Heapify genannt, merkwürdiger Name, aber nehmen wir einfach jetzt mal so hin. Die stellt halt, wenn wir diese Heap-Eigenschaft verletzt haben, stellt diese halt genau wieder her. Das Schöne an so einem binären Baum ist eigentlich, man kann Algorithmen relativ einfach dafür formulieren. Warum ist das so? Weil wir haben hier quasi nicht nur einen Baum, wir haben eine ganze Reihe von Bäumen. Das Ganze ist ein Baum, jetzt nehme ich nochmal irgendwie eine andere Farbe. Das ist ein Baum. Und der besteht eigentlich aus drei Dingen. Der besteht einmal aus diesem Knoten hier und er besteht aus dem Dingen und aus dem Dingen. Und diese Dinger, das sind selbst wieder Bäume. Das heißt, was sich da immer anbieten wird, und darum habe ich da jetzt gerade unterbrochen, ist letztendlich immer so ein rekursiver Ansatz bei Bäumen. Also da kann ich irgendwie sehr gut mit Rekursion arbeiten, zumindest um dann Algorithmen darzustellen. Wenn wir das jetzt auf unser Heapify beziehen, wenn wir sagen, so hier oben ist beispielsweise in diesem Knoten ist diese Heap-Eigenschaft verletzt und in diesem Ding hier ist er aber erfüllt und hier auch, ja, dann ist das irgendwie relativ einfach machbar, eine Routine daraus zu entwickeln, die insgesamt diese Heap-Eigenschaft auch wieder herstellt. Ja, und zwar indem sie sozusagen hier oben repariert, ja, und wenn dann wieder irgendwo ein Problem entstanden ist, das durch einen rekursiven Aufruf einfach nach unten reinschiebt und dann vornimmt. Wird gleich klar, wenn wir diese Routine dann letztendlich formuliert haben. Also stellt Heap-Ordnung wieder her. Das heißt, da werden wir einen Knoten I reingeben, in dem diese Heap-Eigenschaft verletzt ist. Aber für die beiden Nachfolger, also Left von I und Right von I, ist die Heap-Eigenschaft halt noch erfüllt. Also I ist jetzt hier ein Knoten, stellt die Heap-Ordnung wieder her, wenn Left von I und Right von I die Heap-Eigenschaft besitzen, der Knoten I aber nicht. Und wir brauchen halt irgendwie noch so einen äußeren Rahmen. Ja, das Ding nennen wir dann Heapsort. Also, Ausgangspunkt. Wir haben einen Knoten I. Für die beiden Nachfolger ist sie aber erfüllt. So, was heißt das in Formeln? Also wir haben irgendwie so eine Situation hier. Das ist unser I. Das ist irgendwie LI und das ist RI. Und hier kann halt immer noch was
weiteres drunter hängen. Ne? Hiebeigenschaft heißt immer, das größte Element ist oben. Das heißt, wenn das hier gilt, also wenn die Hiebeigenschaft im Knoten I verletzt ist, in LI aber RI nicht, dann wissen wir, dass LI ist das größte Element von diesem ganzen Teilbaum und das R ist das größte Element von diesem ganzen Teilbaum. Das heißt, eins von diesen beiden Elementen ist irgendwie das größere. Also sagen wir mal so, wir würden jetzt die beiden hier austauschen. Ja? Dann hätten wir so die Situation, dann steht hier das I, hier das LI. Ja, das ist dann irgendwie das größere. Also wir würden von diesen drei Elementen das größte nach oben bringen. Also ich muss diese drei miteinander irgendwie vergleichen. Ja, sozusagen das größere von den dreien nach oben bringen, das I sozusagen hier nach unten bringen und sagen wir mal, das LI sei jetzt das größere von diesen dreien. Dann ist aber immer noch nicht gewährleistet. Oder es könnte dann passieren, dass wir diese Hiebeigenschaft in diesem Teilbaum wieder verletzen. Ne? Das heißt, das ist genau das, was ich eben sagte mit dieser Rekursion. Ja, dann müssen wir sozusagen diese Routine selbst rekursiv nochmal wieder darauf anwenden. Ja, und zwar auf diesen Teilbaum hier unten. Beispiel. Ja, das ist jetzt irgendwie die Ausgangssituation. Und dann sehen wir schon, in diesem Teilbaum hier ist diese Hiebeigenschaft verletzt. Ja, das 4, oder die 4 ist jetzt in diesem Beispiel sowohl kleiner als der linke Nachfolger, als auch als der rechte Nachfolger. Das heißt, wir würden jetzt die drei Elemente miteinander vertauschen und würden dann im Prinzip hier, die 16 bleibt stehen, also der rechte Teilbaum bleibt völlig unberührt. Wir würden jetzt die 14 mit der 4 tauschen. 7 und 1 bleibt auch erhalten. So, dann hätten wir natürlich eine Situation, die 4 wandert hier nach unten, die 2 und die 8, sodass wir immer noch nicht fertig sind. Hier war vorher diese Hiebeigenschaft erfüllt. Da war das größte Element oben. Den haben wir jetzt wieder kaputt gemacht. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal dran. Da würden wir es gleich nochmal machen. Rekursiver Aufruf. Würden hier die 4 und die 8 austauschen. Kommt hier die 8 hin und hier die 4. Ja, das heißt, mit einem Aufruf und einer Vertauschoperation ist es da also nicht getan, sondern wir müssen da gucken, quasi bis nach unten auf die unterste Ebene runterlaufen durch so einen rekursiven Aufruf. Eine Sache brauchen wir noch und die wird in den Routinen hierfür immer verwendet. Was wir immer benötigen, sind so zwei Werte. Das eine schimpft sich maxInt für so einen maximalen Index. Also wenn ich irgendwie so ein Feld A habe, dann brauche ich eine Information darüber, wie lang das ganze Ding ist. Und wir brauchen einen Index, den habe ich mal HeapInt genannt. Deswegen gibt uns die Anzahl der im RAA im Rahmen des Heaps gespeicherten Elemente an. Und es gilt natürlich, dass HeapInt von A kleiner gleich MaxInt von A. Also bedeutet einfach nur, das ist sozusagen mein Feld von 1 bis MaxIndex. Ja. Und es kann ja jetzt sein, dass wir beispielsweise einen Heap verwalten wollen, der nur bis hier irgendwie geht. Ja? Ja, also darum nochmal die Unterscheidung. Das wäre jetzt sozusagen der Heap. Ja, und das Ganze ist aber irgendwie unser Feld. Das brauchen wir gleich. Ja, was mache ich da? Eigentlich genau das, was ich Ihnen versucht habe zu erklären. Ich steige bei einem Knoten I ein, gucke mir an den rechten und den linken Sohn. Gucke, ob ich noch im Bereich meines gültigen Heaps bin. L kleiner Heap Index. Und L ist größer als AI, genau. Ja, dann, ich versuche halt irgendwie das maximale Element hier zu ermitteln. Das landet sozusagen hinter N Max. Das heißt, ich vergleiche, das ist irgendwie unser Knoten I. Hier ist irgendwie der linke Nachfolger, hier ist der rechte Nachfolger. Left I, right I. An dieser Stelle, nach Zeile 7, haben wir halt das größte Element in Max drinne. Dann vertausche ich das maximale Element mit diesem I hier, bringe das hier runter und rufe dann nochmal das Heapify auf. Das liefert mir hier den Index. Den Index also quasi hier, den Index von diesem Knoten, den Index von diesem Knoten, dann passt das schon. Ja, irgendwo eins von diesen beiden hat jetzt einen Index Max. Ja, das ist bezeichnet auch ein Index. Und dann rufe ich einfach dieses Heapify rekursiv nochmal auf. Und das wandert halt bis nach unten durch. Und das ist halt das Schöne bei diesen binären Bäumen. Häufig kann man Algorithmen irgendwie so kurz und knapp formulieren. Ja, weil die Struktur sozusagen doch immer wieder die gleiche ist, die dann da auftaucht. So, also das eine Ding haben wir schon mal hingekriegt. Also das haben wir quasi abgehakt. Jetzt brauchen wir noch diese Routine. Build Heap stellt in ungeordnetem Feld die Heap-Eigenschaft her.
wie kriege ich denn den Aufbau eines Heaps hin? Also wenn ich jetzt beispielsweise so ein, ich nehme einfach mal irgendwie so ein beliebiges Feld, natürlich wieder die gleichen Zahlen, die ich eben auch schon hatte, 4. Wenn ich das jetzt sozusagen nach unserer Regel, wie wir denn einen Heap mit Hilfe eines Arrays verwalten, hier in diesem Baum mal einzeichne, ja, dann würden wir es jetzt von oben wegschreiben, 4. Gibt es denn hier schon Teilbäume, die die Heap-Eigenschaft erfüllen? Wenn wir von unten gucken, dann gibt es schon Elemente, die erfüllen genau diese Heap-Eigenschaft. Die Blätter, die erfüllen schon die Heap-Eigenschaft, ne? Die haben nämlich keine Nachfolger. Das ist irgendwie erstmal doch ein guter Startpunkt, ja? So, und was würden wir denn dann weitermachen? Und jetzt nehmen wir beispielsweise die 16 und die 7. Das erfüllt jetzt rein zufällig die Heap-Eigenschaft. Ja? Aber sozusagen, das ist, wenn ich jetzt von unten loslaufe, jetzt laufe ich nicht von links oben nach rechts unten, sondern von rechts unten nach links oben los, das ist sozusagen der erste Baum, wo es echt eine Vorgänger-Nachfolger-Beziehung gibt, ja, und den wir jetzt einfach in diese Heap-Eigenschaft bringen können, ohne dass wir irgendwie da unten drunter wieder was zerstören. Und wie stellen wir hier die Heap-Eigenschaft her? Bei dem oder auch bei dem hier. Wir rufen einfach die Routine auf, die wir gerade entwickelt haben. Ne? Und das ist ja genau die Situation, wofür wir dieses Heapify gebaut haben. Wir haben einen Knoten, in dem ist die Heap-Eigenschaft potenziell verletzt. In dem Beispiel ist das jetzt der Fall. Wir wissen aber, unten drunter gilt die Heap-Eigenschaft. Das war genau sozusagen unser Einstiegspunkt für dieses Heapify. Diese Idee, also einelementige Teilbäume erfüllen bereits die Heap-Eigenschaft. Und jetzt laufen wir einmal von unten nach oben einmal durch und stellen diese Heap-Eigenschaft wieder her. Und natürlich, das hatte der Kollege gerade schon gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir diese Heap-Ordnung nicht wieder zerstören. Darum laufen wir genau von unten los. Das heißt, beginnt beim letzten Knoten, der kein Blatt ist, bis zur Wurzel wird dieses Heapify aufgerufen. Und das sieht dann in Code ganz fürchterlich schwierig aus. Das ist nämlich genau das. Also wir gucken uns an, wie groß soll denn unser Heap werden? Und das ist gerade das Wesen des binären Baumes, dass wir hier im Prinzip genau bei der Hälfte loslaufen können. Ja, eine Hälfte irgendwie nach unten abgerundet. Bis oben zur Wurzel rufen wir immer wieder das Heapify auf. Wir fangen an mit dem Baum, den wir da eben auch hatten. 10 Knoten. Wir fangen eigentlich bei dem hier an. Da passiert nichts weiter. Der hat schon die Heap-Eigenschaft erfüllt. Ja, jetzt arbeiten wir ein bisschen platzsparend. Das heißt, jetzt sind wir sozusagen, wir laufen hier los bei i gleich 5. Das passt. Da passiert nichts. Jetzt gehen wir zu i gleich 4. So, das ist dieser Knoten. Der erfüllt auch die Heap-Eigenschaft, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Das passt. Bei i gleich 3, da müssen wir was tun. Das heißt, da rufen wir jetzt rekursiv. Würde jetzt dazu führen, das bleibt so, wie es ist. 1. So, und jetzt würden wir hier das größte Element rausgreifen. Die 10 kommt nach oben. Dann wird es einen rekursiven Aufruf jeweils von dem Heapify mit diesen beiden Knoten geben. Da passiert nichts weiter, weil da nichts drunter hängt. Und wir hätten jetzt auch in dem Knoten 3 diese Heap-Eigenschaft hergestellt. Ja, bei i gleich 2. Da hatten wir eben stehen 4, 9, 3. So, i gleich 2 würde heißen, wir gucken uns diesen Baum an. 1, 14, 16, da kommt die 16 nach oben. Der bleibt hier so stehen, ist weiterhin erfüllt. So, und jetzt steht die 1 stünde hier. Nochmal ein rekursiver Abstieg, mit der 7 wird das verglichen. Das heißt, hier kommt die 7 hin und hier die 1. So, und jetzt letzter Aufruf dann bei i gleich 1. So, und da passiert dann das Gleiche, dass jetzt sozusagen hier die 4 nach unten wandert. Wo wandert die hin? Die 16 kommt hier hin, tauscht mit der 4 hier die Position. Jetzt müssen wir an dieser Stelle das Heapify nochmal aufrufen. Ja, und auch hier 4, 14 und 7 wandert die 4, tauscht mit der 14 die Position. Wieder rekursiver Aufruf von dem Heapify an dieser Position hier, aber Index 4. Ja, und die 4 und die 8 würden jetzt hier nochmal die Positionen tauschen. Weil ich halt potenziell, wenn ich jetzt das kleinste Element oben habe, ja, dann kann das passieren. Das haben wir erledigt. Wir haben aus einem ungeordneten Array den Heap hergestellt. Wir haben die Heap-Struktur wieder hergestellt, wenn sie denn verletzt war in einem Knoten. Und jetzt brauchen wir irgendwie noch den äußeren Rahmen. Auf das größte Element können wir mal sofort zugreifen. Wenn das quasi hier unser Feld ist, das größte Element steht immer ganz vorne. Ne? Das ist gerade die Heap-Eigenschaft. Also wenn wir diese Heap-Eigenschaft hergestellt haben, oder ich kann es ja auch nochmal anders hinmalen, so, ich male es auch nochmal als Baum hin. Das größte Element steht immer hier oben oder halt entsprechend hier vorne. Und ich will das aufsteigend sortieren, also bringe ich es irgendwie ganz nach hinten. Ich würde jetzt beispielsweise das Element hier, das nehme ich quasi hier oben weg, schreibe mir das hier unten hin, tausche beispielsweise diese beiden Elemente hier, das M hier unten rein. Ja, hier kommt M hin.
Ja, und wenn vorher hier irgendwie ein anderer Wert stand, sagen wir mal irgendwie so ein K, tausche ich die und dann blende ich es einfach mal aus. Was könnte hier jetzt potenziell verletzt sein an dieser Stelle? Die Heap-Eigenschaft könnte verletzt sein. Das heißt, ich stelle jetzt hier wieder diese Heap-Ordnung her. Rufe einmal dieses Heapify auf. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich von den verbliebenen Elementen, also von denen hier, habe ich wieder das größte Element hier oben. Und das schreibe ich dann hier unten hin. Und dann blende ich das aus. Und das mache ich jetzt einfach, bis ich ans Ende komme. Das wäre dann entsprechend der Algorithmus. Ich baue einmal initial meinen Heap auf und dann fange ich im Prinzip hinten an. Ich bringe das erste Element, vertausche ich mit der letzten Position und da brauche ich jetzt genau dieses Heap-Index. Ja, dass ich im Prinzip ein Feld habe. Am Anfang ist MaxInt gleich dieses Heap-Index. Ich vertausche dann das größte Element, was ja hier vorne steht, bringe ich nach hinten und bringe dann dieses Element oder dieses Heap-Index bringe ich nach hier. Das heißt, ich betrachte dann nur noch diesen Teil des Feldes, also sozusagen im ersten Durchlauf. Und mit jedem Schleifendurchlauf wandert quasi dieses Ding hier immer weiter nach links. Ja? Und rufe dann immer wieder diese Routine Heapify auf, weil das ist ja das Ding, was ich immer wieder verletze durch diese Vertauschung an dieser Stelle. Also das wäre mein initialer Heap, den ich halt nach diesem Build-Heap-Aufruf einmal erzeugt habe. Da stände hier die 16. Ich bringe jetzt diese 16, tausche hier mit der 1. Das heißt, ich würde das hier oben, die 1 hier hinbringen, die 16 kommt hier hin, diese eine Vertauschung. So, und jetzt müsste ich halt mit diesem Aufruf von Heapify, müsste ich diese Heap-Eigenschaft wiederherstellen. Dabei blende ich das Ding hier aus, das berücksichtige ich jetzt nicht mehr, sondern betrachte jetzt nur noch den verbliebenen Baum. Hier unten haben wir unsere 16 stehen. Dann müsste, wenn ich mich nicht täusche, die 14 nach oben wandern. Und jetzt wieder genau das Gleiche. Ich vertausche jetzt die Rolle von 1 oder die Position von 1 und 14. Das heißt, hier kommt die 1 hin, hier kommt die 14 hin, die 16 bleibt eh. Und jetzt muss ich wieder an dieser Stelle die Heap-Eigenschaft durch den Aufruf von Heapify wiederherstellen. Und klammer dabei diese beiden Dinge aus. Ja, und jetzt würde die 10 nach oben wandern. Die haben wir schon gesichert. Geht's weiter, 10 und 2 und so weiter und so fort. Ja, und was wir jetzt machen würden, also die 2 wandert jetzt hier an die Stelle von der 3, die 9 wandert nach oben, die 3 hier hoch. Und jetzt das nächste Element, also die sind fertig. 9 und die 2, das heißt die 2 kommt nach oben, die sind fertig. Heap-Eigenschaft wiederherstellen, das heißt die 8 kommt nach oben, die 7, die sind fertig. Also wir hatten eben gesagt, das ist ein linksvollständiger Baum. Linksvollständig heißt sozusagen, wenn wir eine Ebene dranhängen, ja, dann füllen wir von links auf. Ja, und wir füllen sozusagen jede Ebene so weit auf, wie es geht. Das ist jetzt sozusagen genau der Baum oder die Struktur, mit der wir arbeiten, wenn wir 10 Knoten haben. Alle bis auf die letzte Ebene sind vollständig aufgefüllt. Ja, und die letzte wird halt sozusagen von links aufgefüllt. Das ist das linksvollständig. Vielleicht als Ergebnis, das geben wir noch ganz kurz an, dann steht halt am Ende in unserem Feld genau, also eine fertig aufsteigend sortierte Folge. Sie sehen schon, Analyse, da kommen wir nicht drum herum. Wie aufwendig ist denn das Ganze wohl? So, wir rufen auf Heapify an dieser Stelle, also mit Index 1. Dann führen wir ja an dieser Stelle Zeilen 1 bis 8, bestimmen wir den Index des maximalen Elementes von diesem, diesem und diesem Element. Das ist konstanter Aufwand. Ne, da geht irgendwie überhaupt nicht ein, wie viele Elemente wir drin haben. Wir vergleichen einfach diese drei Elemente. Also das ist irgendwie O von 1. Was kostet uns Zeit? Dieser Austausch auch nicht. Wenn wir jetzt sozusagen hier zwei Elemente tauschen, das wäre jetzt in diesem Fall die 1 und die 14. Was uns Zeit kostet, ist dieses Ding hier. Ne? So, und wie viel Zeit kostet uns das denn? Abhängig von der Höhe des Baumes. Die 1 würde ja irgendwie nach unten wandern. Ne? Das heißt, die wird einmal ganz bis unten zu einem Blatt werden. Wir müssen also einmal quasi den Weg hier durch den Baum nach unten laufen, um die 1 richtig unterzubringen. Der Rest sind konstant teure Operationen, also besitzt also irgendwie O von H. Wie hoch ist denn? Wie hoch kann denn so ein Baum werden mit n Elementen? Also wenn wir einen Heap mit n Elementen haben, kann das maximal werden. Wie hoch kann die Höhe werden? Gucken wir uns das nächste Ding an. Build Heap. Wie aufwendig ist das? Aufruf von Heapify kostet uns O von log n und dann irgendwie n halbe. Aber das halbe ist, auch wenn es uns jetzt sozusagen hier günstiger machen würde, ist eine Konstante, die fliegt im Prinzip raus. Das heißt, wir haben O von n Aufrufe oder n Aufrufe. Das heißt, wir haben eine Gesamtlaufzeit von O von n log n.
ist jetzt sehr, sehr grob. Ja, man kann das irgendwie verfeinern und genauer machen, aber oder von dieser Größenordnung kommt man da nicht weg. Und wenn man das noch genauer analysiert, kommt man da auf eine bessere Laufzeit, kommt man sogar auf O von N runter, aber spätestens hier kommen wir dann auf N log N. Also hier haben wir Laufzeit N log N, siehe den Corman. CLR ist abgekürzt nach den Autoren. Ja, da finden Sie eine genauere Analyse, da wird das gezeigt, dass das in O von N ist. Aber das macht uns jetzt sozusagen an der Gesamtsortierung und an dem Gesamtaufwand nichts kaputt. Ja, hier haben wir irgendwie einmal die Schleife, ist N. Und hier haben wir unser Log N, also hier haben wir auf jeden Fall O von N log N. Ja,